Ich bin Emily Roloff, betreibe Schwimmen und bin Nachwuchssportlerin des Monats Januar. Ja, also zum Schwimmen bin ich ganz normal gekommen. Ich sollte schwimmen lernen. Und ich war am Anfang gar nicht begeistert davon, muss ich sagen. Ich war so ein Schreikind. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es mir irgendwie Spaß macht. Und dann wollte ich auch gar nicht mehr aus dem Wasser. Wenn man irgendwas liebt, dann erfüllt es einem einfach mit dem ganzen Körper. Und das macht das Schwimmen mit mir. Ich fühle mich einfach wohl im Wasser. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Ja, meine größten sportlichen Erfolge sind, dass ich 3-mal Deutsche Jahrgangsmeisterin in allen Delfinstrecken wurde. Dann habe ich bei den Jugend-Europameisterschaften teilgenommen 2018 und dort im Semifinale auch geschwommen. Und letztes Jahr habe ich mich dann auch nochmal für die Jugend-Europameisterschaften qualifiziert, die ja dann nicht stattfinden konnten. Ja, so eine Erfolge sind natürlich immer auch was für den Kopf, damit du weißt, wofür du das machst. Aber da freut man sich dann natürlich auch. Aber hauptsächlich geht es mir eigentlich wirklich nur ums Schwimmen und dass ich hier Spaß habe. Und das ist für mich das Wichtigste. Sie hat eigentlich alles, was man für die 200 Delfin braucht. Ja, sie hat eine ordentliche Ausdauer, sie hat Willensstärke, sie hat gute Kraftpotenziale. Von dem her geht es jetzt darum, eben den Schritt in die Weltspitze zu gehen, in die deutsche Spitze zu gehen. Und da sehe ich sie schon auf den 200 Meter Schmetterling mit großen Chancen. Schmetterling. Schlimmer geht immer. Mein Bruder. Mein Bruder. Lügen. 24.